Ich bin Malala. Ich komme aus Pakistan. Also, naja, eher gesagt, komme ich aus dem Swat-Tal. Wenn ihr euch das Tal vorstellen müsstet, das sieht ein bisschen aus, ja, auch ein bisschen wie in der Schweiz oder wie in Österreich. So stellt sich die Schauspielerin Sabrina Sauer dem Reutlinger Publikum vor. Sie spielt Malala Yousafzai, die Nobelpreisträgerin 2014, die mit 17 Jahren als bislang jüngste mit diesem Preis ausgezeichnet wurde. In der Reutlinger Tonne entführt sie das Publikum nach Pakistan, in ihre Heimat, in das Swat-Tal. Malala trägt ein buntes Gewand und ist eigentlich ein ganz normales Mädchen. Hört gerne Justin Bieber, liest Twilight und geht gerne in die Schule. Normal für uns, jedoch nicht für die Menschen in Pakistan. Denn Malala ist eines der wenigen pakistanischen Mädchen, die schreiben, lesen und rechnen können. Frauen in Pakistan, so erklärt sie dem Publikum, werden nicht geboren, um zu lernen, zu studieren und um zum Beispiel Richterin zu werden, sondern um sich zu verstecken, hinter einem Schleier, einer Burka. Diese Situation spitzt sich zu und das kann man im Stück miterleben, als die Taliban in Malalas Tal die Kontrolle übernehmen. Dann sind die Männer mit ihren Jeeps in unserem Tal aufgetaucht. Bewaffnet, mit Messern und Maschinengewehren. Sie haben allen Menschen Angst gemacht. Sie haben Menschen auf der Straße beschimpft. Sie haben Menschen mitten auf der Straße ausgepeitscht. Sie haben Frauen weggesperrt, weil sie sich ihre Fingernägel lackiert haben. Sie haben Frauen verboten zu lachen. Sie haben gegen alles gekämpft, was gegen ihre Regeln war. Doch Malala lässt sich nicht einschüchtern und spricht sich öffentlich gegen die Taliban aus. Mutig, findet die Schauspielerin Sabrina Sauer, die sich intensiv auf diese Rolle vorbereitet hat. Also als ich das Stück bekommen habe, habe ich mir Dokus angeguckt, ich habe mir das Buch durchgelesen. Weiß ich nicht, es ist sehr nah einfach an mir, dass ich denke, ja, ich finde das unfassbar mutig. Ich hätte es nie gemacht, wahrscheinlich in dem Alter. Malalas Mut in der Realität hatte jedoch schlimme Folgen. Am 9. Oktober 2012 wird Malala auf ihrem Schulweg im Bus von Taliban-Kämpfern angeschossen. Sie überlebt. Mehr noch. Sie hört trotzdem nicht auf zu kämpfen. Für Bildung, Emanzipation, für eine gerechtere Welt. Malala hält Reden, auch auf der Theaterbühne. Liebe Brüder und Schwestern, wir wollen Schulen und Bildung für eine glänzende Zukunft aller Kinder. Wir werden unsere Reise mit dem Ziel für Frieden und Ausbildung fortsetzen. Niemand kann uns aufhalten. Sabrina Sauer schafft es, eine so ernste und traurige Geschichte sowohl spannend als auch manchmal unterhaltsam zu erzählen. Findet auch das Publikum. Mir hat das Stück sehr gefallen, vor allem wie dieses gespielt hat. Und ich habe voll oft Gänsehaut bekommen. Ich finde es sehr stark, vor allem in dem jungen Alter, dass sie das so gemeistert hat. Aber ich glaube, ich wäre nicht so stark und hätte es so geschafft wie sie. Und am Ende bekommen die Zuschauer sogar noch die Stimme der echten Malala Yousafzai zu hören. One child, one teacher, one book and one pen can change the world. Education is the only solution. Education first.